Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir Azura bekämpft und ja, die, wie soll noch mal Meltrin oder so? Meltrin, keine Ahnung. Maltran, okay. Hat sich als Dienerin vom Herrscher des Unheils hier geoutet und ja. Weiß ich nicht. Ich habe es nicht geschafft, nochmal zu den einen Speicherpunkt zu kommen, weil ich andauernd von den Augen getroffen wurde und wieder zurückgeportet wurde, was mich richtig abgenervt hat. Deswegen bin ich nach draußen gegangen und habe gespeichert, konnte wieder hier reinkommen. Einzige, was man verbessert, ist, dass hier so ein Mini-Gespräch, also wenn man hier so unterwegs ist, so ein Gespräch kam, in dem es so hieß, ja, Rose macht sich Sorgen um Alicia, aber Mikleo und Co. haben so hat positive daran gesehen, dass wir hier die Prüfung absolviert haben und ja, ich bin jetzt hier vom Teleporter im Erdgeschoss 2 hier so rausgegangen und anstatt hier hoch zu gehen, was ich glaube ich letztes Mal gemacht habe, gehe ich mal hier lang und da habe ich eine Truhe, falsche Tür, habe ich eine Truhe gesehen, die noch nicht geöffnet war. Möchte ich mal annehmen, das war hier ein Ort, den wir noch nicht gekannt haben, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Aber jetzt zeigt sich das wieder da am Boden an. Ja, warte mal, hier waren wir doch, glaube ich, schon, oder? So, zum Glück sind die Augen jetzt hier wieder angezeigt. Feldspat, ja, okay, hier waren wir noch nicht. Aber jetzt habe ich hier ein Problem. Wie komme ich jetzt? Na super, das reicht nicht, ne? Ne. Na, warte mal. Okay, beschädigte Augapfelstatue. Seraphische Zivilisation. まないわね。目玉ちょっと一息ですね。動いてる方が奇跡なんだよ。アバロストの調律時代のものなんだから。出た。専門用語。解説プリーズ。えっとね、アバロストの調律は天族の文明が最も栄えた時代。要するに不思議時代ね。すっごい昔なんでしょ。 多分ヘドナの年より。スレイ。ないだ。え?神代の時代に続く時代のはずなのですが、実はよくわからないのです。クローズドダークという暗黒時代があったせいで。でも、試練の神殿にはこんな天族にしか作れないものが残ってる。アバロストの調律時代の貴重な証拠だ。スレイにとってはお宝なんだね。こんな厄介な目玉も。 自分の目で確かめた時にこそ伝承の本当の意味が見えるだからね。今の顔、名便おじさんにそっくり。はい、ロマンを追う男の顔ですわ。いい年したガキの顔とも言うわ。So, ja, doch, da kann ich nicht durch. Also, aber ich kann trotzdem nicht hier durch. Ich meine, da haben wir dafür eine Barrikade von Augen sind. Das ist doof. Ja, wie soll ich denn da durchkommen? Was hier mitmachen? Da hinten. Ja, okay, da war schon mal umsonst. Noch mal zurück. Ja, vielleicht eine andere Vermutung, wo wir hingehen könnten. Hier hoch.
Die Truhe schon geöffnet. Ja. Dreck. Wie komme ich zum Normen? Ach jetzt, ich komme da hinten, aber nein. So, hier muss ich doch einen Weg nicht gegangen sein, ne? Da bestimmt, ne? Blöd ist, wenn ich schon wieder getroffen werde, muss ich wieder alles von vorn machen. Die auf dem Boden angezeigt? Nee, ne? Ne, sind sie nicht. Ich gehe mal hier schnell durch. Ich hoffe, wir kommen hier zum Normen. Ah, sehr gut. Ich bin ja eigentlich schon hier. Weiß ich nicht. Ich gehe gegen Biester, was weiß ich. Und mir ist aufgefallen, ich weiß jetzt, warum Rose so viel Schaden bekommen hat. Weil sie voll gar keine Ausrüstung hatte, die irgendwie Verteidigung gab, sondern nur irgendwie Fokus und Artverteidigung und all sowas. Oder Angriffskraft. Also ja, ihre Verteidigung war jetzt irgendwie so auf 177 oder so. Jetzt haben alle wieder so über 200. Ich glaube, ihr sollte vielleicht auch ein bisschen mehr geben hier. Ja, hier gibt es zum Beispiel Verteidigung, aber Angriff. Guck mal, wie viel Art Angriff sie hat, ne? Vielleicht irgendein Ring, der mehr Verteidigung gibt. Gibt's aber nicht. Artverteidigung und Verteidigung, ja, habe ich auch schon. Artverteidigung, Fokus, Fokus, Verteidigung. Okay, pass mal auf sie auf. So. Noch irgendwas? Jetzt will ich nämlich herausgehen. Ich habe noch was anderes entdeckt. Da kümmern wir uns auch gleich rum. Nee, da komme ich nicht durch. Okay, ist aber auch gut. Dann kommen wir hier wieder raus, mehr oder weniger. Und dann gehe ich einfach jetzt hier raus, nicht da lang. Ja, keine Ahnung, ob hier noch irgendwas ist. Ich habe eine Dings gefunden und eine Entdeckung. Normen, das ist schon gut genug. Und ungefähr haben sie gesagt, ja, Alicia, ja, wir haben aber eine neue Power. Und so, dann war da glaube ich irgendwo noch ein Skill am Speicherpunkt. Von da aus gehen wir dann noch mal in den Schrein rein. Wegen Zeugs. Werdet ihr gleich sehen. Maltrans wahre Identität. Wie böse ist. けど、サイカの剣士の考えに従うなんて。それも不思議なことではありません。現にどうしだったアシュラも。同じことを考えたんだろうな。人を救うため、再生のために、全てを破壊する。汚れに絶望した人間のはまる、落とし穴なのかもね。はい。マリーシャに何て言えばいいんだろう。てか、教えて大丈夫なのかな。 知らずにいては危害を受けるかも。けど、アリーシャは利用し終わったって。
Das könnte bedeuten, dass sie umbringen will. Sie hat dann auch uns. So, ab nach. Hier. Dann speichern wir mal hier. Da kann man sich eigentlich schon denken, was hier kommt, ne? Ich habe nämlich noch mal geguckt in dem letzten großen Saal da, ob da jetzt vielleicht noch was ist. Und tatsächlich. Ein Schmetterling. Oder eine Fee. Ja. Ich nehme mal an. Wir nehmen hier Artverteidigung. Weil Magie nehme ich an. Mina. Und 61. Oh Gott. Das nervt. Teleportiert sich über den ganzen Platz und wenn man sie ignoriert, fängt er an, unangenehme seraphische Art zu verwenden. Also Gott sei Dank. Oh je, kleine verdürfte Kreatur, du hast solche wunderschöne Flüge nicht verdient. Gegen was ist hier ein schwachen Erde? Nur gegen Erde. Ob wir die schaffen? Und trotzdem fällt sie mit einem Schlag. Was zum Teufel? Was denn für eine Angriffskraft? Oh, 5000. War Art Angriffskraft. Das ist ja noch schlimmer. Boah, kein Angriff bringt was. Vielleicht gibt das hier was. Aber kannst du mal aufhören? Los, hör auf zu feigen. Bringt natürlich also. Man nimmt sogar aber auch hin. Oh Mann, ein Schlag und sie ist weg. Jedes Mal. Ich könnte halb und halb einsetzen, ne? Die Fähigkeit. Ah, super. Ja, und Rose rennt natürlich wieder volle Möhre rein. Ah, super. Kampf hätten wir beinahe geschafft. Aber ne, ich habe jetzt keinen Bock auf. So eine Hektik habe ich jetzt keinen Bock. Ganz ehrlich. Alle mit einem Schlag immer weg, ja. Mit dem Gericht. Nee. Da habe ich einfach keine Lust jetzt. Dann gehen wir mal nach Damensee, würde ich sagen. Können wir uns ausruhen direkt. Und ja. Ich bin andauernd hier, ja. So heiß ich. Normi, kekko atsumatta ne. Ja. Daibu norutte kita wa. Sore ni shitemo Normin tenzoku no noru. Nominale Meldinge. Nano ni naze hōchi sarete iru ndaro? Da yo na. Tasukete hoshii tenzoku wa ozei sou nano ni. Mukashi wa hippari dako naranu hippari normin de minasan o isogashi dattan desu yo. Nano ni nande ima wa nora nano? Aru toki 彼らのリーダー的存在が過酷な労働条件に反旗を翻したのです。ノルミン天族の自主独立と賃金の大幅アップを要求し、独立闘争を仕掛けてきたのですが。ノルミンの反乱？大きな争いになったのか？いえ、独立を叫んだのはリーダーさんだけで、他のノルミンさんたちはお手伝いはかばへんけど、せっせと働くのは300年に一遍くらい。
で堪忍したってという形で話がまとまったのです。ぬるいなぁ、らしいけど。で、リーダーはどうなったの？それは、ある天族と決闘した挙句に敗れ、行方知れずになった。Mit ihr, ne? そっか。ノルミン天族にも歴史があるんだな。Mit Edna, oder? ともかく、エドナも詳しいんだね。やっぱりノル好きなんじゃ。ただの噂。お耳に挟んだだけ。Wahrscheinlich ist ein ausgestopfter Normin an ihren Schirm. Oh, das ist sehr, sehr, oh Gott. Ich habe jetzt leider nicht den Titel aufgelevelt, schade. Jetzt gucken wir mal, ob das an dem Level liegt. Jetzt müsste ich ja wieder ein Level abbekommen hier. Ja. Oder deswegen. So, ja. 2番、本心を言いなさい。まあ、釈然としない気持ちはあるよ。でしょ？あれは、同志の最悪の結末を伝えてくださったのだと思います。俺もそう思った。じゃあ、アシュラが氷魔化しなかったらどうするつもりだったのかしらね。その時は、別の氷魔で試されたはずです。他にもいるってことか？氷魔になった同志が。長い歴史の中では。分かった。だから心の試練が大事なんだな。はい。そういうことなら納得だ。エドナもいいよな。私はいいのよ。公平な試練であれば何でもね。ずるいぞ。強いな、エドナの心は。あれ。Wenn man sie überhaupt je irgendwie so emotionsmäßig gesehen irgendwie so.Wie sie wütend wurde oder irgendwie so ja, fröhlich, außer hier in den Skits mal so in so einem sarkastischen Ton oder irgendwie sowas. Ja, anscheinend war das, das letzte Skit hier. Na gut, dann ab nach Alishas Haus, würde ich sagen. Wir keine Ahnung haben, wo die letzte Prüfung sein könnte. Ist jetzt irgendwas mit Wind, ne?Sorgt die restlichen spirituellen Kräfte, ja. Grifflettbrücke. Stimmt, wir können jetzt auch hoffentlich zu der einen Brücke hingehen, ne? Natürlich ja falsch. Können wir jetzt da hingehen, wo Heldalf war?Schon die Camelot-Brücke, genau. Ah, die Camelot-Brücke, glaube ich. Ja, können wir jetzt auch da hingehen. Erstmal gucken wir nach Alisha. Wie oft willst du halt eigentlich noch sagen, Kollege? Oh, hat Leila noch Dingens hier aktiviert?Da habe ich schon was gesehen. Sagen wir mal die schreckliche traurige Wahrheit. Oh nee. Highland は日々戦争に向かっています。私の声などもう誰も。ますます立場を悪くしたからな。本当に融通が効かないやつだ。だが諦めません。騎士は守る者のために強くあれですから。変わらないな、お前は。Was machen wir jetzt? Wo waren wir?レイクピローの遺跡はどうだった？ ああ、手に入ったよ、気力は。それはよかった。先生とはすれ違いになったようだね。アリーシャ、そのことだけど。マルトラン先生に稽古をつけてもらっていたんだ。ああ。先生と稽古すると力が湧いてくるんだよ。
傷だらけになるのが困るが、私が未熟だからだな。どういう人なの？先生は私にとって母のようだと言ったら怒られた。そんな年ではないって。けれど七つで母を亡くした私に武術を、騎士の誇りを教えてくれた恩人だ。ありえない。情けないが。そんなことないよ。大臣たちを説得してみるよ。一度と言わず何度でも。 OK。Also bald konnten wir es ja nie sagen. Therapiekatze, was? Warum hat denn er hier schon? Jeder hat hier schon zu viel. Jetzt haben wir da irgendwas. Ah, super. Der will ich nicht reden. Inoka, was ist noch so da? Oh, Arisha, nicht da. Hunter, nicht so war. Anata, Hunter, nicht Arisha, das ist ein anderer. Soll ich auch sagen, dass ich nicht da bin, dass ich nicht da bin? Amai, du bist doch nicht mehr, du bist doch nicht mehr.用済みなんでしょ。なんでいつまでもアリーシャから離れないのさ。単に興味があるのだよ。頼まれもしないのに国を背負おうとする愚かな姫の末路にな。やり遂げるよ、アリーシャは。自分でも信じていないことを。俺は。そうだろ。君はアリーシャは私の正体にすら耐えられないと思っているではないか。Autsch. Usai! Schiranai, ai, dani, atashira, da, schimatz, zkeleba, ohne Kaiketz! Abateruna! Jikini, butai, wa, totono. Ano, kata, no, teno, uedena. Ich würde es ja lieber sagen, weil. Könnt ihr jederzeit in den Rücken stechen. あれはただの挑発だ。アリーシャには伝えないでおこう。いいのね。ああ、僕も賛成だ。マルトランの目的はアリーシャに危害を加えることではなさそうだしな。それなら私の言うことはないわ。ロゼも伝える必要ないって思ってるだろ。マルトランに啖呵切ってたし。スレイもう話さないって気配だったから、あいつの挑発につい先走っちゃったぜ。正直今のアリーシャに本当のことを伝えるのは不安なんだ。アリーシャさんは想像以上にマルトランさんを支えにしていますからね。どっちでも構わんが、マルトランとやるときは躊躇するなよ。死ぬぞ。ああ、それも分かってる。そんな深刻にならなくても大丈夫だって。ほら、決めたことに胸を張れっての。ああ、ディーゼル wird dich töten。Ich meine, ja, weiter. Hm. Würde ich mal sagen, gehen wir mal gucken, ob wir zur Camelot-Brücke gehen können. Wahrscheinlich kommt jetzt aber wieder noch ein Skit hier im Gasthaus, ne? Die Camelot-Brücke ist nämlich das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wo wir hingehen können. Also ja. Ja, ich bin wie ein Monster. Stark. Und abartig hässlich was. Aber hier kommt wieder ein Skit. Ich will weiter. Wenn ich jetzt wüsste, wo das nochmal ist. Ach, jetzt können wir wieder zum Jagdrevier. Ich bin doch.
bin neugierig. Warum konnten wir jetzt... Ich verstehe irgendwie sowieso nicht, warum wir auf einmal nicht dahin gehen konnten. Ich glaube, ich habe da schon gespeichert, ne? Verdammt. Vielleicht ist ja da auch jetzt ein Boss, ne? Ja, da warte ich jetzt auch was. Ein Riesenkopf, einfach nur so ein riesen Pferdekopf. So der Kopf von dem Minotaurus oder was? Habe ich noch irgendwas anderes, was mir besser? Nee. Hi, na? Büffelkopf. Mit 61, der ist auch stark. Aber der hat nicht so viel AP. Das ist ein Kopf, hüte ich vor Lähmung. Wer hast du nicht drauf, aber stimmt, Lähmung ist furchtbar. Hol dir keine Lähmung, das ist dein banales Motto des Tages. 10.000! Wohl. Das ist eine Kuh. Das ist ein Kopf. Das muss ein Büffelkopf sein. Der Gold der Kuh hat. Wenn ich den schnell genug erledige. Oh, es war echt drauf, weißt du das? In letzter Zeit. Boah, was? Kann ich das Menü aufrufen? Ma! Verdammt, falsch! Ja, komm. Schon gegen zwei Gegner, ja. Feigt. Ha. Ich mal gucken, ob ich auch, ob der Camelot-Brücke jetzt hin kann. Der haut hier alles mit einem Schlag weg, ist klar. Warum konnte ich denn nicht zu Eifrits Jagdrevier gehen? Da macht mich schon wieder neugierig. Ich konnte da für kurze Zeit ja nicht hin. Warum? Eine Quest, okay. Bah. Ach, ich werde einfach hier beenden und sag dann, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Hysteria. Ich bedanke mich alle, die zuschauen, und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.